Coronet Gost B, präsentiert vom Hotel Les Sources des Alpes, die Parlo, das Leckerbot, ein einmaliges Wellness- und Spa-Erlebnis für jedermann. Voronier zu Gost B. Herzlich willkommen bei der nächsten Ausgabe von «Warum jetzt Gast bin?». Heute verschlägt es mich ins Berner Oberland. Ich darf jemanden besuchen, der aus einem noch kleineren Land kommt als die Schweiz. Er ist Luxemburger und hat für Luxemburg über 64 Match gemacht als internationaler Fußballer. Er hat an x Stationen Fußball gespielt in der Schweiz und ist heute Trainer vom FC Thun. Ich bin überzeugt, er hat eine Menge spannende Geschichten zu erzählen. Darum kommt mit, wenn es diesmal heisst «Warum jetzt Gast bin?», Jeff Saibene. Gehen wir! Chef. Ciao, Andi. Ciao. Schön, bist du da. Merci, danke für die Einladung. Okay, komm rein, komm. Ja. Schön wohnst du hier, Chef? Spiez ist schön, es hat eine gute Distanz zu tun. Das tut mir noch wichtig, weißt du? Du bist sehr nah und doch irgendwie bist weg vom Schuss. Und das ist sehr wichtig, dass man abschaltet am Abend. Und wegen dem ist Spiez eigentlich ein super Lag. Ich war vorhin noch bei ihm in einem Spiezbuch und am Schluss. Wunderbar. Ja, ist sehr, sehr schön. Und bist du die ganze Zeit unten am? Im Sommer bin ich oft am See. Es ist auch super zum, zum Rollen, zum ein bisschen Joggen und so. Das ist sehr cool. Ah, schön. Und jetzt gehen wir direkt in die Küche oder nehmen wir noch? Ja, Apero würde ich schon noch nehmen. Schon, ja? Ja. Okay, dann also gut. Machen wir das. Jeff, du als Fußballtrainer, ist man viel weg von der Familie oder deine Situation ist jetzt so, dass du hier wohnst in Spiez, aber die Familie ist nicht da. Das ist dein zweiter Wohnsitz. Wie ist das also die ganze Woche mit zu Hause zu sein? Das geht jetzt schon seit einigen Jahren so. In St. Gallen haben wir es gleich gehabt. Ich bin so 3-4 Tage da und 3-4 Tage daheim. Ja, es ist halt so, wenn man diesen Beruf hat, es wäre einfach zu weit, um jeden Tag heimfahren. Die Familie wohnt in Aarau oder in der Nähe von Aarau und das geht sehr gut so. Du bist ja Luxemburger ursprünglich, oder? Ja. Und hast du gar nicht mal in ein grosses Land Fußball spielen? Gut, viel kleiner wie Luxemburg gibt es ja nicht. Aber ich bin schon jetzt 27 Jahre in der Schweiz. Schweizer Pass habe ich auch seit 3-4 Jahren und meine Kinder sind Schweizer, meine Frau ist Schweizer. Also ich bin fast mehr Schweizer wie Luxemburger. Ja. Bekommst du noch viel Besuch von Luxemburg? Ja, mein Vater kommt regelmäßig Spiel schauen. Also der ist fast immer dabei, vor allem bei den Heimspielen. Und der bringt noch Kollegen mit und doch, ich habe schon noch Kontakt zu Luxemburg. Ist der Papa dein grösster Kritiker oder der grösste Fan? Ja, einer der grössten Fan, glaube ich. Er hat mein ganzes Leben verfolgt, schon als Spieler ist immer gekommen. Ich bin sehr früh auf Belgien schon, mit 15. Standard Lüttich? Ja, genau. Ja. Und dann ist er schon da immer, geht Spiel schauen und so. Und dann hat mich sehr, sehr begleitet in den Jahren. Ja. Jetzt im Moment hat er gerade eher eine schwierige Phase im FC Thun, oder? Gegen den Abstieg ein bisschen oder hat man hinten noch dran. Wie erlebst du das so als Trainer? Ist das etwas, was ihn permanent belastet oder ist das eher auf das Spiel hin? Ja, also belastet tut es mich nicht. Es hat finanzielle Probleme hat's vor allem jetzt in den letzten Monaten. Da hat es doch jetzt eine grosse Solidarität bei den Leuten und viele Leute haben gespendet und wir haben fast 2 Millionen eingenommen, jetzt, um den Club zu retten und das ist sehr schön. Man merkt, dass
ja, dass das Interesse gross ist am FC Thun. Und sportlich bin ich überzeugt, dass wir uns ja, wieder werden aufraffen werden. Wir haben sehr viel Wechsel im Sommer. Es sind 12 Spiele weggegangen und das ist unglaublich viel. Und wir haben dann Junge geholt, vor allem aus der Challenge League und eigene aus dem Nachwuchs. Und das hat ein bisschen Zeit gebraucht. Aber jetzt sind wir auf einem guten Weg. Es ist halt immer ein bisschen schwierig, wenn man so einen Provinzclub schafft. Oder? Die guten Spieler werden von der größeren Club gekauft und man bübt wieder etwas von neu auf. Das ist eine so eine Eibesituation. Ja, es ist ein Schicksal, wenn man in so einem Club schafft. Aber ja, das habe ich gewusst, als ich hier gekommen bin. Auf der anderen Seite ist es sehr ruhig hier. Man kann in Ruhe arbeiten. Und wenn man mal ein Letzter oder Zweitletzter ist, dann macht man nicht so schnell auf Panik. Also, das hat auch seine positive Seite. Und mir macht es im Großen und Ganzen Spass. Ist jetzt schon das zweite Mal, was du tun bist, oder? Ja, es sind genau 10 Jahre her jetzt. 2007 bin ich da gewesen, das erste Mal. Zuerst als Co-Trainer oder Assistenztrainer und dann nachher als Cheftrainer. Und es war fast die gleiche Situation wie jetzt. Wir sind die Letzte gewesen. Ich habe sie dann übernommen und dann haben wir uns gerettet. Und ja, jetzt sind wir in einer ähnlichen Situation gewesen und jetzt ist wieder das Ziel, natürlich Mannschaft zu retten und oben bleiben. Okay, spannend. Also, ich wünsche dir viel Glück für das, das Vorhaben. Ich kann mir buchen. Ich denke, gleich, wenn das Glas hier noch gemütlich ist, dann gehen wir in die Küche, oder wie siehst du es? Ja, tipptopp. Ja, gehen wir etwas gut tun. Absolut. Okay. Zum Wohl. Ne? Ja, zum Wohl. Zum Wohl, Andi. Danke dir. Merci. Jeff, sieht lecker aus. Hey. Ja, ich bin gespannt, wie es schmeckt, aber es sieht auf jeden Fall mal gut aus. Da bin ich zuversichtlich. Ja. Der Zürn, Human Rouge, also alles. Etwas Feines, Eleganz, was hier noch mit den Paprika, Parmesan, Aubergine, Rot und Pesto, wie gut harmoniert. Ich bin gespannt, ich bin nicht so der grosse Koch. Wenn ich allein bin, koche ich eigentlich selten. Meine Frau kocht sehr gut, aber jetzt habe ich etwas gelernt und ich habe das Gefühl, dass Marie jetzt nächste Woche mal daheim, wenn meine Familie da ist. Probierst du Punkte zu sammeln? Brauchst du nicht, okay. Jeff, hör mal, wir wissen, du bist ein ehemaliger Internationaler von Luxemburg. Du hast mal 64 Matches gemacht. Mhm. Gut, in Luxemburg ist man schnell mal Nazi spielen. Okay. Und, aber es war eine schöne Erfahrung. Viel, ja, viel erlebt. Im Wembley gespielt, mit dem Beckham, das Liebling tauscht, gegen Spanien gespielt, gegen hat Italien. Hat er gefragt? Nein, ich habe gefragt. Ah, okay. Er hat zugestimmt. Okay. Und das habe ich immer noch daheim und das ist eines meiner schönsten Souvenirs. Ja, kann man vorstellen. Wie war das damals so als Nationalspieler von Luxemburg? Die Chance, dass man jetzt wirklich mal eine grosse Mannschaft schlägt, sind ja klein gewesen. Ist man da schon, aber ist man schon professionell dran gegangen? Oder ist das mehr so gewesen, wir gehen mal schauen, was da passiert? Oder? Ja, es ist schon darum gegangen, nicht allzu hoch zu verlieren. Aber wir haben eine WM-Ausscheidung gehabt, EM oder WM. Im 95 haben wir 10 Punkte geholt, 3 Spiele gewonnen und 1 unentschieden. Das war dann für uns sensationell gewesen. Aber größtenteils haben wir verloren, aber es ist trotzdem ja, eine schöne Erfahrung gewesen und es wird mir in Erinnerung bleiben. Hat nicht die Schweiz einmal verloren gegen Luxemburg? Oder Ottmar Hitzfeld gerade ist Trainer geworden? Das ist noch nicht so lange. Es war das erste Heimspiel von Ottmar Hitzfeld in Zürich. Haben es 1-2 verloren. Und das war ein riesiger Blamage für die Schweiz. Ja, und man muss aufpassen. Die Kleinen sind nicht mehr so schlecht wie früher. Die können auch Fußball spielen und es gibt keine leichten Gegner mehr. Ist also ein bisschen näher zusammengekommen? Absolut, ja. In der Nacht sind es Luxemburg, alle mit der Fahne durch die Stadt gefahren und haben Coup. Nein, in Luxemburg sind sie nicht so fanatisch. Es ist nicht so ein Fußballland und sie haben sich gefreut, aber es war kein grosses Thema gewesen. Was ist so die, jetzt gerade mit der Nationalmannschaft, Götter Beckham hast du gesehen, was hast du sonst noch für Erinnerungen? Also was sind denn so grosse Namen gewesen, die als Gegner kamen? Die Deutschen haben wir gehabt, nachdem sie Weltmeister geworden sind im 1990. Der erste Match nach der WM war in Luxemburg. Ja. Und dann haben wir 3-2 verloren. Und das war EM-Ausscheidung. Denke ich. Und das war für die Deutschen ein riesen Blamage und für uns eigentlich ein grosser Erfolg. Wir waren sehr nah am Unentschieden. Gewesen. Und ja, das ist mir auch noch geblieben. Okay, das sind natürlich super Erfahrungen, die für das Leben prägen. Ja, das stimmt. Und jetzt hier so im Schweizer Fußball, das ist eine kleinere Nummer jetzt mal, als in Deutschland Bundesliga, aber trotzdem ja, ich sage mal, hochprofessionell inzwischen die Super League. Mhm. Wie wird man akzeptiert als Luxemburger? Also nimmt man einem da ernst? Oder sagen wir, ja, ist ja nur ein Luxemburger? Ich bin schon so lange in der Schweiz jetzt. Also ich habe das Gefühl, ich werde als Schweizer angesehen und
wenn man 25, 26 Jahre da ist, ich bin jetzt seit 5, 6 Jahren auf Super League-Niveau Trainer. Vielleicht einer von denen, der am längsten im Amt ist. Und so sehe ich schon eine gewisse Akzeptanz. Also, du bist ernst genommen. Ja. Das ist schon, glaube ich, schon. Also, du bist in so einer Position. Ja. Ja, super. Spannende Geschichte, den attackieren wir. Packen wir es an. Gut, ja. Gute und merci. Nur mal zum Morgen. Zum Morgen. Das ist noch ein Also, das war ein super Vorspeis, hat mir wirklich gut geschmeckt. Ja, es war lecker. Lecker war ein bisschen mediterran. Jetzt gehen wir in die Küche und dann gibt es etwas Fisch. Na gut. Bist du dabei? Gut, okay. Leckerer Fisch, guter Weisswein, was will man weh? Hat es geschmeckt? Super geschmeckt, wirklich sehr, sehr fein und hervorragend. Ich bin überrascht von deinen Kochkünsten. Der Gottes Willen. Beziehungsweise Jässlich, oder? Passt gut zu dem frischen Chardonnay. Mhm. Chardonnay von Patrice Walpen. Patrice Leon Walpen heisst er. Und darum heute Marco Leon. Ist ein Ligno, der etwas Frisches probiert zu machen. Mhm. Ist gerade in Nebusito, Premis heisst der Ort, Pamois. Vielleicht kennst du es. Und eine Kellerie, die am Herzen liegt und schöne, coole Weine macht. Super, sehr fein. Aber nicht mehr über Wein reden, sondern ein bisschen über dich, Chef. Oder? Es ist Fußballtrainer im FC Thun aktuell. Aber man weiss, es geht eigentlich nicht mehr weiter. Du hast entschieden, ab dem Sommer eine neue Herausforderung anzunehmen. Wohin verschlägt es dich? Weißt du das schon? Nein, das weiß ich nicht. Ich bin jetzt, im Sommer werden es dann so 16, 17 Monate sein, als ich beim FC Thun war. Schöne Zeit, eine gute Zeit, aber ich habe das Gefühl, ja, das ist dann auch gut so, um im Sommer aufhören. Ich brauche eine neue Herausforderung, eine neue Motivation und was denn wird sein, habe ich keine Ahnung. Es gibt verschiedene Möglichkeiten und warten wir mal ab, was es ergibt. Aber Luxemburg ist kein Thema. Bleibst du in der Schweiz? Luxemburg ist kein Thema. In der Schweiz bleiben ist sicher ein Thema, aber es gibt so viele neue Destinationen oder Länder, wo etwas im Fußball machen wollen. China ist ein grosses Thema im Moment, wo internationale Spieler sucht, aber auch Trainer sucht. Das ist etwas, was mich sicher reizt. Deutschland natürlich, Frankreich, von der Sprache habe ich kein Problem. Warten wir mal ab. Es kann manchmal sehr schnell gehen im Fußball, aber es gibt auch Phasen, wo es schwierig ist, einen Job zu finden. Man muss auch immer ein bisschen darauf angewiesen, wo ist ein Job frei, wo wird der Trainer gesucht. Und manchmal braucht es auch ein bisschen Glück. Kann China nicht auch ein bisschen ein Abstellgleis sein, wenn du mal weg bist hier vom Fokus? Oder ist das mehr so eine Herausforderung, sagen Sie mal, von der Kultur, eben andere Sachen zu sehen? Ja, das wäre etwas ganz Neues. Es ist natürlich auch so, das weiss jeder, es wird wahnsinnig viel Geld zahlt dort. Da spielt das Geld keine Rolle. Das ist natürlich auch ein Anreiz. Also, ich würde lügen, wenn das nicht so wäre. Aber ja, China ist das Thema. Es gibt noch andere Länder, die interessant sind. Wie gesagt, da muss man mal schauen, was kommt. Und dann habe ich noch Glück gehabt, dass ich hier mit dir sein kann. Weil auf China fliegen könnten wir nicht für so einen Abend miteinander verbringen. Ja, das wäre schon ein bisschen schwierig. Wie ich vorhin gesagt habe, als Luxemburger hat man ja nicht. Ich sage, du kommst nicht von einem grossen Fußballland. Aber hast du hier in der Schweiz wirklich über Jahre Akzeptanz erarbeitet? Kann man sehr gut arbeiten. Du bist bei verschiedenen Clubs als Spieler, hast dann nachher als Trainer einen guten Namen gemacht. Gerade St. Gallen ist so das Thema. Oder du bist da zumal in der Challenge League eingestiegen, also zweite Division, bist aufgestiegen. Hast dann nachher den Durchmarsch geschafft bis in die Europa League. Mhm. Unglaublich mit dem Budget, das der Club hatte. Mhm. Was war das für eine Zeit? Ist das deine erfolgreichste Zeit? Meine schönste Zeit im Moment. Ja. Nicht nur sportlich, sondern auch menschlich. Unglaublich gute Leute, super Präsident, super Sportchef. Mein ganzer Staff, das ist eine richtige Freundschaft geworden mit diesen Leuten. Wir haben jetzt noch
ich würde fast sagen, jede Woche Kontakt. Und ja, das ist etwas, das wird mir bleiben für mein ganzes Leben. Und sportlich einen riesen Erfolg gehabt mit der Euroleague-Gruppenphase, mit gegen Valencia gespielt, gegen Swansea gespielt, Spartak Moskau. Das ist Swansea der Laudrup-Trainer gewesen? Das ist der Laudrup-Trainer gewesen. Michael, genau. Ich erinnere mich an die Szene, ich glaube, es war im Abschied in St. Gallen, wo du mit Tränen in Augen dann im Stadion stehst und vor der Kurve verabschiedet wirst. Was sind die Emotionen? Ja. Ja, ja. Ich glaube, das sieht man auch selten, dass ein Trainer geht und dann, ja, dass er so verabschiedet wird von den Fans und im Stadion. Ja, das ist etwas, was auch einmalig, glaube ich, wird sein. Ja. Schön. Jeff, jetzt hast du mir den Fisch fertig, he? Bevor es ganz kalt ist. Ja, okay. Und trinke noch mal zum Glas und stoße auf deine Zukunft. Ja, über alles Gute. Und merci nochmal, dass ich hier bin. Merci, ja. Danke. Chef, da sind wir schon am Ende unserer Sendung. Ich danke dir recht herzlich, dass ich hier zu Gast bin bei dir. Wie immer, mein Gastgeber, nehme ich ein kleines Geschenk mit euch hier heute, etwas aus dem Alles mitgebracht. Sicher spannende Sache für dich. Ein richtiges Roggenbrot aus dem Simplo-Gebiet, also von der Bäckerei Arnold. Ein Trockenfleisch, ein Walliser Trockenfleisch von Valley Prime Food. Nachher ein Chutney, Mirabello Chutney aus dem Park Feinfenster, steuerische Kellerie. Und nachher eine Flasche von dem Goethe Chardonnay, die wir jetzt gerade miteinander getrunken haben. Merci vielmals. Wirklich schön gesehen, dass er hier sein. Spannende Geschichte. Heute ein bisschen fußballlastig, aber logisch, wenn man mit einem Profitrainer zu Besuch ist, redet man natürlich über Fußball. Es bleibt mir nichts anderes, als euch und Zuschauern zu danken, dass ihr heute dabei war. Ich glaube, es war ein spannender Abend, gerade für die, ja, die Fußball interessiert sind. Und der heutige Wettbewerb geht halt euch um Fußball. Das Gewinner gibt es. Zwei Tickets vom FC Thun gegen den FC Sitte am Wochenende vom 29. April. Also die, die Fußball interessiert sind, sicher mitmachen. Die Frage, die wir heute haben, ist, mit welchem international bekannten Spieler hat Jeff Saibene einmal im internationalen Match sein Pulli oder sein Matchliebe vertischen. Wenn ihr das wisst, schickt das an die E-Mail-Adresse, die wir hier unten einblenden. Und wir drücken die Daumen, dass er die zwei Tickets gewinnt. Recht herzlichen Dank nochmal, dass ihr dabei wart. Ich freue mich richtig auf die nächste Sendung, wenn es wieder heisst, warum ich jetzt Gast bin. Zum Wohl, Jeff. Zum Wohl, Andi. Schönen Abend. Merci. Warum jetzt Gast bin? Präsentiert vom Hotel Les Sources des Alpes, die Parlo. Das Leckergott, ein einmaliges Wellness- und Spa-Erlebnis für jedermann.